Wenn man in der anderen Welt... Julia, ich habe gar nicht das Mikro eingeschaltet. Hey ho ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin, beziehungsweise wir in diesem Fall, das 26. Türchen des BookTube Adventskalenders, wo ich mich tierisch drüber freue. Doch normalerweise bin ich ja alleine in diesen Videos. Ich habe mir in dem Fall Hilfe geholt und zwar von meiner Schwester Jula. Und zwar wird die uns jetzt mal sagen, was wir hier heute eigentlich machen. Ja, also wir sind Türchen Nummer 26, das heißt Weihnachten ist vorbei. Wir sind alle vollgefressen. Hatten wunderbare Weihnachtstage, hoffentlich sind alle gesund geblieben und hatten ganz viel Spaß mit den Liebsten in den Möglichkeiten, wie es eben nun mal gerade geht. Unterm Weihnachtsbaum lagen hoffentlich ganz, ganz viele schöne Bücher, Gadgets oder ähnliche Dinge oder grundsätzlich halt eure Wünsche. Na, das ist das Beste dafür. Und vielleicht auch Gutscheine. Und wir haben uns gedacht, wofür geben wir die denn aus? Für Bücher? Eventuell. und haben uns so überlegt, ja, welche sollen es denn werden? Und dementsprechend ist das Motto für heute 5 Bücher, die wir in 2022 unbedingt lesen wollen. Und genau, die präsentieren wir euch. Wir haben uns jeder 5 rausgesucht. Zum Teil wollen wir die beide kaufen. Aber wir dachten, es wäre langweilig, wenn wir zweimal das gleiche erzählen. Auf jeden Fall haben wir jeder 5 uns rausgesucht, die im nächsten Jahr erscheinen werden, wofür wir eben unsere Gutscheine ausgeben möchten. Und wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann bleibt gerne dran. Aber bevor wir starten, möchte ich noch eine kleine Blitzrunde machen. Und zwar eine kurze Fragerunde zu Julas Lesegewohnheiten, damit ihr auch ein bisschen einschätzen könnt, wie Jula denn eigentlich so drauf ist. Und wenn euch das gefällt, können wir das gerne öfter mal machen. Okay. So, los geht's. Und zwar, die erste Frage, liebe Jula, was sind denn deine ersten Buchleseerfahrungen, an die du dich zurückerinnern kannst? Welche überraschende Frage. Nein, kann ich dir gar nicht so direkt sagen. Ich kann es jetzt nicht auf ein Buch ausmachen, woran ich mich aus Jugendzeiten auf jeden Fall als Highlight erinnere, sind die Dolly-Bücher. Ja, das ist also das, was ich jetzt mit dir in Verbindung bringen würde, tatsächlich. Genau, also von Enid Blyton, vielleicht kennst du ja ein oder andere. Das waren so, die habe ich wirklich weggesuchtet. Das sind meine Erfahrungen, die ich mit Bibliothek in Zerbst hier verbinde, nach der Schule gleich hin, nächstes Buch, eins wieder abgegeben. Ich war auch mal ganz stolz auf meinen Bibliotheksausweis, ne? War jetzt schon lange nicht Hast da. Hast du den noch? Ja, ich habe ihn tatsächlich noch, ja. Ja, ich habe den auch noch. So mit meiner Aber Unterschrift ich glaube, aus der zweiten Klasse. Ja, so ungefähr. War ich ganz stolz, dass ich meinen Namen schreiben konnte. Ein Jugendbuch, mit dem ich mit dem ich eigentlich so meine Lesereise verbinde, ist, ach, welch Zufall, ich habe es dabei, Laura von Peter Freund. Das ist eine Fantasy-Geschichte, würde ich sagen. Hat mich unsere Cousine Jenny draufgebracht. Die kam ja schon öfters hier in den Videos vor. Also wer öfters bei meinen Videos vorbeikommt, der kennt Jenny schon. Und zwar übersetzt sie ja jetzt mittlerweile Bücher. Genau. Hat auch damals ganz gut gepasst. Jenny hat mit mir viel Zeit bei meiner Tante verbracht. Ja, entschuldige, ich bin neu hier. Hat mit mir ganz viel Zeit bei meiner Tante Maria verbracht. Wir haben so die Abendstunden mit kleiner Leuchte im Bett verbracht. Und Jenny hat mir aus Laura vorgelesen, meine ich. Das hat mich total gefesselt und dann wollte ich auch. Und ich war dann auch mal irgendwann nicht mehr bei meiner Tante Maria. Und dann zu Hause weitergelesen, habe die Bücher geschenkt bekommen. Das sind auch mehrere, ne? Ja, ich glaube 7. Den allerletzten Band habe ich erst vor ein, zwei Jahren sogar gelesen. Da habe ich schon hier gewohnt, wieder. Ja, genau, genau, weil ich wieder aufs Lesen gekommen bin und rausgefunden habe, es gibt einen neuen Band, den ich noch nicht kannte. Und der innere Monk in mir musste die Reihe beenden. Ja, da bist du ja wirklich sehr monkig. Ja, ganz schön. Kommen schlimm. Wir noch drauf. Die haben das Cover gewechselt. Furchtbar. Ich bin, ein kleiner Teil in mir ist gestorben. Na gut, aber es ist ja auch schon sehr lange her. Ja, ja, es ist, ich glaube, das Buch ist von 2002. Ja. Es ist ein paar Jahre, so alt bin ich aber noch nicht. Ich möchte keinen falschen Eindruck erwecken. Nein, ja, auf jeden Fall hat mich Jenny da drauf gebracht und es war eine tolle Reihe und habe ich viele schöne Stunden mit verbracht. Ja, und dann war irgendwann ein bisschen Pause. Ja, und was ist so das liebste Genre, in dem du liest jetzt heutzutage? Heute ist es tatsächlich Fantasy. Man sagt, glaube ich, High Fantasy, ne? Wenn das so mit Elfen und Feen und... Genau.
Ja. Am liebsten nicht in unserer Welt, weil dann finde ich es irgendwie ein bisschen unrealistisch. Ja. Nee, Fantasy tatsächlich. Ich habe eine ganze Zeit lang nur Romane gelesen und dachte auch, dass das mein Lieblingsgenre ist. Hätte ich auch unterschrieben. Also so Familiengeschichten, Zeitstränge. Familiensagen, ne? Genau. So mit Zeit. Sowas wie House der Harmonie. Ich habe ein Auto vergessen. War so ein Highlight. Und dann bin ich auf Fantasy gestoßen. Dank dir. Und seitdem lese ich eigentlich noch das. Sehr gerne. Sehr gerne. Was waren dein Top und dein Flop aus diesem Jahr? Da werden jetzt ja viele Videos jetzt gerade wahrscheinlich kommen oder auch im Januar, wo man so über die Highlights und Lowlights des vergangenen Jahres spricht. Will mir jetzt gerne mal wissen, was dein Top und dein Flop war. Ich glaube, beim Flop weiß ich schon. Ich fange mal mit dem Top an. Ja. Also ich hatte viele Tops. Sag mal Tops. Tops. Eins davon war ganz klar Blood and Ash. Und auch die Fortsetzung von Reich der Sieben Höfe. Wolltest du das kurz zeigen? Ach so, ja, entschuldigt. Hammer. Komme ich nachher nochmal zu. Und Blood and Ash. Hammer. Komme ich auch nochmal dazu. Okay. Was liest denn du lieber, im Hardcover oder Taschenbücher? Du hast meinen Flop vergessen. Ach so. Okay. Das ist ein bisschen aufgeregt. Okay, dann kommen wir zu deinem Flop. Mein Flop? Ich möchte an dieser Stelle sagen, lieber Autor, falls du dieses Video siehst, nimm es nicht persönlich. Er wird dieses Video nicht sehen. Ich hasse es. Ich kann meine Abneigung diesem Buch kaum in Worte fassen. Ich fand's furchtbar. Es war mein allererster Buddy-Read mit dir und Mama. Ungefähr so ab Seite 10, denke ich. Wollte ich, dass dieses Buch endet. Es ist gar nicht meins. Also man muss dazu sagen, es ist ein Psycho-Thriller. Ist nicht mein Standard-Genre, aber Mama hat ja so vom ersten Buch Offline ja. Geschwärmt, dass ich dachte, boah, klar, liest du mit. Buddy Read hast du noch nie gemacht, ist vielleicht voll cool. Buddy Reads sind ja auch voll cool. Ja, haben wir seitdem auch einige gemacht. Ja, aber der nicht. Ja. Also wer bei mir schon ein paar Videos geguckt hat, der weiß, dass die App immer mal wieder auch bei mir auftaucht, wenn ich ein Buch zeigen möchte, was ich eben nicht gut finde. Es gibt genug, die dieses Buch wirklich sehr mochten, aber für mich war das auch nichts. Wenn auch nicht ganz so vernichtend wie bei Jula, aber auch ich habe... Also es hat dazu geführt, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Mama und ich. Ja. Die, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie anfangs hieß. Ich glaube, das war die Leserunde. Das war die Leserunde zu die App und deswegen hieß die App. Genau. Und ich habe sie umgetauft in die App-Hasser. Ja. Es tut mir total leid. Aber das ist jetzt so unsere Leserunde-Gruppe, die App-Hasser. Ja. Es war einfach nicht mein Buch. Also es hat auf meiner Sterneskala einen Stern bekommen, weil ich immer grundsätzlich total den Respekt vor jedem Autor habe, egal wer wann ein Buch geschrieben hat, einfach dafür, dass er ein Buch geschrieben hat. Ich könnte das nicht und ich finde das total faszinierend, aber das war nichts. Wie würdest du, wenn wir jetzt gerade bei Sternebewertungen sind, was ist für dich dann ein 5-Sterne-Buch? Also jetzt hatten wir gerade dieses Ein-Sterne-Buch, wo du gesagt hast so, und was ist dann ein 5-Sterne-Buch für dich? Ein 5-Sterne-Buch ist für mich ein Buch, das ich nicht weglegen kann. Und dann lege ich es tatsächlich auch nicht weg. Okay. Außer ich bin in einem Buddy-Read mit dir und habe so einen Bremskeil dazwischen. Bin meistens ich. Ja. Und ich dann irgendwie versuche, mir entweder schon Zwischennotizen zu machen und einfach weiterlese und dann am Ende so tue, als ob ich es nicht getan habe. Aber, also wenn ich ein Buch wirklich nicht weglegen kann, dieses, es fesselt mich, ich bin voll in einer Welt, ich habe das Gefühl, ich gucke einen Film. Also es fällt mir nicht schwer, mir die Dinge vorzustellen. Ich bin da total drin. Das ist für mich ein 5-Sterne-Buch. Also voll im Sog drin sozusagen. Genau, so ein, wie sagt man, so ein... Page-Turner. Ja, Englisch ist nicht so meins. Kaffee oder Tee? Kaffee. Definitiv Kaffee. Ich switche ja gerne mal. Nee. Aber doch Tee. Also Tee verbinde ich mit krank sein. Und wenn ich krank bin, trinke ich... Also ich mache mir einen Tee. Und dann wird er kalt und dann trinke ich so die ersten 3 Schlücke, merke, dass der kalt ist und eklig mit dem Küchenmesser ist wieder weg. Okay, bist du gesund, bist du sozusagen immer im Dauerschleife? Ja. Hardcover oder Taschenbuch? Hardcover finde ich grundsätzlich schöner. Ist für mich aber kein Grund, ein Buch nicht zu kaufen, wenn es das jetzt nicht in Hardcover gibt. Aber eigentlich mag ich Hardcover lieber, weil ich das sich besser liest. Ich mag die Lesekante nicht.
Das ist ganz schlimm. Also da geht es ja vielen so, habe ich mir sagen lassen. Leserinnen, ja. Hat man ja bei Hardcover nicht und dementsprechend ist es für mich praktischer. Ja. Also Hardcover. Ja. Die sind zwar immer teurer, aber man kriegt die auch gut gebraucht oft. Richtig. Oder, so. Oder als Mängelexemplar oder so, ne? Gibt es ein Buch, das ich total geliebt habe, du aber so gar nicht? Ja. Ja? Ja. Es war ein Jahreshighlight von dir tatsächlich. Habe ich auch auf deine Empfehlung gehört in dem Fall. Mhm. War vielleicht der Fehler, dass ich es gehört habe. Ja. Es waren die 7 Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Sheridan. Genau. Das hast du jetzt gar nicht hier. Nee, habe ich Ich hole das mal kurz. Tada! Ja. Also ich habe es ja tatsächlich auch eigentlich noch nie in der Hand gehabt, weil ich es gehört habe. Würde ich niemandem empfehlen. Ich glaube, wenn man es liest, ist es einfacher. Ich denke ich auch. Also ich glaube auch, dass das beim Hören bei diesem Buch sehr schwierig ist. Ich habe es tatsächlich nicht verstanden. Also ich habe mir vielleicht auch was ganz anderes vorgestellt. Aber ich habe es einfach... Also wenn man es hört, kapiert man. Ich habe so ungefähr... Ich hatte das eine ganze Weile. Ich höre immer so im Stundentakt, immer auf der Fahrt zur Arbeit. Ich muss eine Stunde zur Arbeit fahren. Das war wirklich... für mich viel zu schwer nachzuvollziehen. Und immer, wenn ich dachte, jetzt ist die Geschichte bald vorbei, habe ich aufs Handy geguckt und dann stand da eben 20%. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt nicht das, was ich lesen oder in dem Moment sehen wollte. Ich fand es einfach, also zum Hören war es viel zu kompliziert, zu viele Handlungsstränge. Dann kam dazu, dass ich finde, die Namen waren mir zu kompliziert. Vielleicht, wenn man die nur hört, es fiel mir halt schwer, das auseinanderzuhalten. Ich wusste nicht mehr, wer welcher ist. Und dann war mir das einfach, ich glaube, 3 Tode der Evelyn Hardcastle hätten auch gereicht. Also für diejenigen, die das Buch nicht kennen, es geht hier ja um Evelyn Hardcastle, die auf einer Party auf dem Anwesen ihrer Eltern ist und an diesem Abend eben stirbt. Und das, es geht hier um einen Protagonisten, der diesen Abend 7-mal erlebt, immer aus einer anderen Perspektive heraus. Und dadurch sind wir immer in einer anderen Figur drin und erleben manche Szenen eben auch doppelt. Und wir haben aber auch einen Protagonisten, wo man immer mal wieder so reinspringt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das zum Hören sehr schwierig ist. Also ich habe es komplett als, ich höre ja kaum Bücher, Julia hört sehr viel, ich immer nur ab und an. Und ich glaube, dass das ein Buch ist, was man wirklich haptisch lesen muss. Ja, also super Leistung. Ich glaube, sowas zu schreiben, da braucht man auch echt viel... Know-how für einfach, um selber durchzusteigen, wenn man sich das ausdenkt. Aber also zum Hören war es wahrscheinlich einfach das absolut falsche Buch. Ja, ich fand es genial. Also war wirklich eins meiner Highlights letztes Jahr. Übrigens, der Stuart Sheridan hat ja dieses Jahr nochmal ein Buch rausgebracht. Das hatte ich ja dann auch hier und das fand ich wieder genauso genial. Ich denke, ich werde es erstmal nicht lesen. Brauchst du ja nicht. Ja. Ne, kann ja auch nicht. Wir haben, glaube ich, einen relativ ähnlichen Lesegeschmack, aber wir gehen manchmal schon in ganz unterschiedliche Richtungen trotzdem weg. Also wir haben eine gewisse Schnittmenge. Ja, aber ich glaube, wir haben auch andere Kritikpunkte. Das kann gut sein. Also das, was dir bei einem Buch sehr, sehr wichtig ist, ist mir meistens egal. Okay, so viel dazu. Ja gut, ich habe jetzt hier noch Dolly oder Honey und Nanny, aber das haben wir ja dann im Prinzip Dolly schon erklärt. Ich bin ja eher so Honey und Nanny. Magst du es lieber aus einer oder aus mehreren Perspektiven zu lesen? Mehrere. Okay. Englisch oder Deutsch? Deutsch. Dicke oder dünne Bücher? Dicke. Dicke? Was ist für dich ein dickes Buch? Also ein dickes Buch, da haben wir vorhin ja schon mal kurz drüber geschnackt. Ja, so alles über 500 Seiten ist für mich schon so ein Klopper. Und 500 Seiten ist für mich ein Buch. Also sollte alles, also diese, wenn das so eine schmalen Dinger sind, das ist für mich eher so eine Kurzgeschichte. Okay. Reihe oder Einzelband? Ah, oh, total zwiegespalten. Kommt drauf an, ob die Reihe schon... Also eigentlich Reihe. Ja. Weil das größte Problem eines Lesers ist ja endlich mit dem Buch fertig zu werden, obwohl man nicht fertig werden will. Richtig. Im besten Fall. Genau. Und eigentlich... Nee, eigentlich Reihe. Aber ich bin dann trotzdem zutiefst traurig, wenn ein Buch dann... Aber du suchst es sie am lieber dann in einem weg? Oder bist du dann jemand, der das Buch liest und dann muss er leider noch ein Jahr warten und dann sich ein Jahr lang ärgert? Oder wartest du, bis alle erschienen sind? Eigentlich, also ich hoffe, eigentlich will ich warten, aber ich bin zu ungeduldig, kann man das so sagen. Also ich liebe es, eine Reihe zu entdecken, die mega ist und alle Bücher sind da und ich suchte die so weg. Das ist mir mit Sword of Glass
Ja, ja. Das habe ich angefangen und dann ging es eigentlich, ich weiß nicht, in anderthalb Wochen habe ich alle Bücher durchgesuchtet. So mit wenig Schlaf und viel Dauerlesen, kann man eigentlich sagen. Sowohl als in mein erstes E-Book, weil ich nicht warten konnte, dass der Lieferant vom großen A, eigentlich ein kleines A, war nicht schnell genug und da musste ich schnell mir als Kindle runterladen. Aber das liebe ich tatsächlich, wenn ich dann alle Bücher in einem durchsuchten kann. Hm. Wenn ich aber ein geiles Buch entdecke und der zweite Band ist noch nicht draußen, dann stirbt in mir so ein bisschen. Aber das ist normal, das ist ja in Ordnung, das geht uns allen so. Und dann die letzte Frage, wie groß ist dein Sub? Ich habe keinen Sub, ich habe ein Wupp. Okay. Also ich habe eine Wunschliste. Ungelesener Bücher. Ungelesener Bücher, genau. Weil ich die tatsächlich nicht, was heißt nicht kaufe. Also ich habe schon so zwei, drei Bücher am Regal, von denen ich weiß, okay, die liest du noch. Ja. Aber dadurch, dass ich auch sehr viel höre, habe ich unheimlich viele Bücher auf meiner Hörliste, auf dem Merkzettel, heißt überall anders. Und eben beim großen kleinen A. Ja. Ganz viel, wobei ich da nicht empfehle, Bücher zu bestellen. Ganz schlimm. Hatte ich mehrere Touren von den Büchern als Bücher, die am Ende auch bei mir geblieben sind, weil da kriegt man so, die können das nicht verpacken. Das können die nicht. Die kommen immer kaputt an, ne? Da hast du mal da eine Ecke, da ein Datscha und oh, furchtbar. Ja, ja. Geht zum großen kleinen Tee. Dann sind wir soweit mit der Vorstellungsrunde durch. Hat jetzt lange genug gedauert. Ich hoffe, ihr habt Tee, Kaffee, was auch immer, das Getränk eurer Wahl dabei. Denn jetzt kommen wir zu den Neuerscheinungen für 2022. Oh, ich freue mich schon so. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, auf welches Buch ihr euch besonders freut im nächsten Jahr. Weil man hat ja schon immer so ein paar im Hinterkopf, auf die man sich so freut. Was man so sich auf jeden Fall holen will, ob das freien Fortsetzungen sind oder einfach, weil der Lieblingsautor ein neues Buch rausbringt. Und ähnlich geht es uns jetzt eben auch. Ja. Jula, möchtest du anfangen? Nein. Nein. Gut, dann verschlucke ich mich. Dann fange ich an. Und zwar, ich versuche das hier irgendwo zwischen uns, über uns, irgendwo einzublenden. Und zwar freue ich mich sehr auf den dritten Band der Wölfe. Reihe. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Das kann uns mit Sicherheit Jenny sagen. Genau. Und zwar der dritte Band heißt Die bronzenen Bestien von Roshani Hokshi von Jennifer Michalski und Hannah Fliedner übersetzt. Und es erscheint am 16. März 2022 im Hardcover für 19 Euro im Arktis Verlag. Ich zeige euch hier mal stellvertretend nochmal den ersten Band von Hoch. Und zwar, es ist diese Reihe, also ich habe die in einem weggesucht. Jenny hat mir die ja zugeschickt, weil sie gesagt hat, oh Lina, ich glaube, das könnte was für dich sein. Und ich habe das wirklich so, also weginhaliert. Das war echt der Hammer. Muss man mit guten Büchern machen. Ja, wirklich. Und das habe ich noch gelesen, meine ich, wo ich noch Urlaub hatte oder über Wochenende noch hinweg. Und ich war immer wieder froh, wenn ich das weiterlesen konnte. Und in die goldenen Wölfe, das ist für mich so ein Mix aus Das Lied der Krähen, weil die Truppe, um die es hier drinnen geht, auch so richtig gut zusammenarbeitet und gleichzeitig noch so ein bisschen Indiana Jones Feeling, weil die hier eben Artefakte stehlen wollen und weil es dieses Stehlen auch ist, auch so ein bisschen wie Ocean's 11. Und das aber mit jugendlichen, noch relativ jungen Charakteren, also die sind so um die 20, meine ich. Mhm. Ne? Und der erste Teil spielt in Paris. Und dann möchte ich euch noch zeigen den zweiten Teil. Der hat einen großen Teil. Ich war schon auf. Der spielt zu großen Teilen in Russland und ist halt auch total verschneit. Richtig, richtig cool. Und jetzt freue ich mich einfach auf diesen dritten Band dieses Fantasy-Epos. Ich weiß nicht, ob da noch mal weitere Bände kommen. Keine Ahnung. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass das noch ewig so weitergeht. Aber es kann auch sein, dass es nach dem dritten dann jetzt beendet ist. Also, wenn ihr das cool findet oder wenn ihr euch das ausprobieren wollt, könnt ihr im Prinzip dann im März alle drei hintereinander lesen. Oder den ersten im Januar, den zweiten im Februar und den dritten dann im März. Was ein Plan. Also ihr habt keine Wahl. Also wer Fantasy liebt, muss sich das unbedingt angucken. Zumal die Cover auch wirklich sehr schön sind, finde ich. Ja. So soll ich mit meinem? Ja, dann darfst du. Genau, ich freue mich besonders in 22 auf Die Vier von Rose Snow. Das ist das erste Buch
der verfluchten Wünsche. Das ist jetzt schon im Sommer rausgekommen. Ich habe es jetzt vor kurzem tatsächlich erst entdeckt. Spielt im Snow-Universum. Snows ist ein Duo, die das schreiben. Das ist ein Autorenduo, genau. Es sind zwei Damen, die ich durch Zufall, ich weiß gar nicht, wie ich auf die gekommen bin, frage, ich glaube bei. Also nicht von mir. Ich glaube beim großen kleinen A. So Kunden, die es kauften, kauften auch. Und bin irgendwie auf die Elf gekommen. Das ist nämlich das erste Buch, was ich von dem Autoren gelesen habe. Und in diesem Universum spielt auch die Geschichte von der Vier. Mhm. Ich möchte eigentlich gar nicht zu viel verraten. Mhm. Die Elf, die hat sie ja nicht so gefallen. Das war also wenn ihr ein Buch wissen wollt, was Jula total toll fand und was ich so überhaupt nicht toll fand, dann war es die Elf. Das war echt nicht meins. Mhm. Ich habe das auch, ist eins der Bücher, das ich weggesuchtet habe. Da darf man nicht zu viel bei denken. Also es sind ja alles so Young Adult. Also Jugendbücher. Jugendbücher. Mhm. Man muss auch mit einem jugendlichen Denken daran gehen, damit man da genauso mitfiebert, wie es auch gewollt ist. Das waren Dreiteiler. Da gab es eine Fortsetzung zu, das war die 7. Mhm. Und jetzt geht es quasi weiter mit der 4. Das wird ein Vierteiler. Der erste ist halt erst draußen. Also ich weiß jetzt nicht genau. Die sind im Self-Publish erschienen? Ja. Ja. Also vermute ich. Die haben auch einen Verlag, allerdings nicht alle. Bücher, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin da jetzt nicht zu den Typen, die da viel nachrecherchieren. Aber das Buch ist erschienen und da kam dann so dieser, liest du das jetzt und weiß nicht, wann das zweite dazu kommt, weil das keine abgeschlossenen Bücher bei denen sind. Die haben immer so Teil oder das erste Buch, das zweite Buch, das dritte Buch. Hm. Und in dem Fall sind es halt 4 Bücher. Hm. Also das war bei die Elf ja auch so. Weil das sind ja 3, gell? Die hattest du auch zu mir gesagt, die soll ich an einem Stück weglesen, weil es eigentlich eine große Geschichte ist. Genau. Das ist einfach. Man kann es nicht wirklich sagen, es ist Band 1, 2, 3, sondern es ist wirklich wie im Prinzip unterbrochen. Genau. Hm. Also in manchen Büchern hat man das ja, das war glaube ich bei Im Reich der Sieben Höfer 5 jetzt auch so. Ja. Teil 1, Teil 2, nur halt innerhalb des Buches. Hm. Und hier ist es halt jeweils ein Buch. Hm. Ich weiß es nicht, vielleicht finde ich es irgendwann raus, woran das liegt. Hm. Aber es ist jetzt bei der 4 eben auch wieder so. Da freue ich mich total drauf, dass die Geschichte auch mit anderen Charakteren aus diesem ersten Buch eben weitergeht. Hm. Ja, da freust du dich drauf. Da freue ich mich drauf. Dafür gibst du deine Gutscheine aus. Dafür gebe ich meinen Gutschein aus. Sehr gut. Allerdings nur die vom großen kleinen A, weil das tatsächlich nur dort zu erhalten ist. Ach so. Das kriegt man nicht beim großen kleinen T. Okay, gut. Dann mache ich weiter. Und zwar möchte ich als nächstes auf ein Buch zu sprechen kommen, wo es auch mehrere Bände zu gibt. Aber diesmal im Roman-Romance-Bereich angesiedelt. Also jetzt kein Fantasy. Und zwar The Secret Book Club. Ein Liebesroman ist nicht genug. Das ist der 4. Band aus dieser Secret Book Club-Reihe. Von Lissa K. Adams, übersetzt von Angela Kohnen. Am 22.03.2022 erscheint das Ganze im Paperback für 12,99 € aus dem KISS Verlag. Und der KISS Verlag, das ist ein Verlag, der überwiegend Liebesromane eben rausbringt und relativ zügig hintereinander eigentlich immer die Fortsetzungen. In dem Fall ist das so, dass die Autorin einfach nach und nach erst noch was geschrieben hat. Also oft machen die auch Bücher, wo es eben schon 4 Bände im Englischen gibt und die bringen wirklich Monat für Monat 1, 2, 3 und 4 raus in einem Rutsch, dass man dann auch relativ zügig miteinander die dann nacheinander lesen kann. Und ich habe den ersten Band leider gerade nicht da, weil ich den verliehen habe an eine Kollegin von mir. Die müsste den eigentlich jetzt dann lesen. Ich hätte nämlich mitgenommen zur Kur. Aber Band 1 kann ich euch ja vielleicht einmal kurz einbinden. Das ist der Rosane davon. Dann der zweite Band ist dieser hier. Das ist die Liebesroman-Mission. Das ist so ein bisschen krimimäßig angehaucht, würde ich jetzt mal so sagen. Fand ich okay. Den ersten fand ich genial. Und der dritte, den fand ich auch wieder richtig gut. Liebesromane zum Frühstück. Und in diesen Secret Book Club Büchern geht es darum, dass es eine Gruppe von Männern gibt, die Liebesromane lesen, um ihre Frauen besser zu verstehen. Und das ist so gut aufgebaut. Das macht richtig Spaß, das zu lesen. Und wir haben eben in den ersten 3 Teilen immer schon einen dabei, den ich total interessant fand. Und um den geht es diesmal. Die nennen den alle nur der Russe. Und der redet auch so, wie man sich den jetzt ganz stereotypisch vorstellt. Gibt immer nur so ein paar blöde Sprüche so dazu ab, die aber durchaus immer sinnvoll sind. Und da möchte ich euch jetzt mal den Klappentext vorlesen, weil ihr spoilert euch da nicht. Das ist eine
Companion-Reihe, so nennt man das, weil in jedem Band ist es ein abgeschlossenes, eine abgeschlossene Geschichte, aber die hängen halt alle zusammen, weil es halt dieser eine Buchclub ist und da geht es halt in jedem Band um einen anderen Herren aus diesem Buchclub. Finde ich ja sowieso total interessant, Bücher aus Männersicht zu lesen. Ja, das ist gut umgesetzt. Du hast zwar hier auch manchmal die Frauen noch so auf jeden Fall mit dabei, ja, aber du hast halt diese Männersicht immer und das ist schon cool. Das ist gut gemacht. Der erfolgreiche Eishockeyspieler Vlad Konnikov hat ein Geheimnis. Seine Ehe ist nicht echt. Elena hat ihn nur geheiratet, damit sie in den USA studieren konnte. Vlad hingegen hoffte immer, dass irgendwann mehr aus ihnen wird. Nur deshalb hat er sich überhaupt zum Secret Book Club angeschlossen. Durch die Liebesromane, die die Männer dort zusammen lesen, wollte Vlad lernen, wie er das Herz seiner Frau gewinnen kann. Und die wichtigste Lektion lautet Ehrlichkeit. Also gesteht er ihr endlich seine Gefühle. Er will eine echte Beziehung, im Gegensatz zu Elena. Sie will die Scheidung. Aber dann verletzt Vlad sich im wichtigsten Spiel seiner Karriere und Elena weicht ihm nicht von der Seite. Gibt es doch noch Hoffnung? Oder findet sich das einzige Happy End in dem Liebesroman, den Vlad heimlich schreibt? Oh. Also, und wenn man die ersten Bücher gelesen hat, das ist so eine coole Socke. Ich bin echt, echt gespannt, das mal aus seiner Sicht zu lesen, weil wir immer nur so eine Krümelchen hingeschmissen bekommen haben bisher. Auf jeden Fall ist das sehr kurzweilig geschrieben gewesen und für Liebesromane sind einfach auch mein Ding. Wobei ich auch nicht mehr alles lese, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da freue ich mich sehr drauf im nächsten Jahr. Kommt auch, habe ich das schon gesagt? Doch, ja, kommt im März 2022 und da freue ich mich schon sehr drauf. Irgendwie kommen im März viele Bücher, die wir so gut finden. Ne? Haben wir ein bisschen was zu tun. Ja, dafür haben wir den Gutschein. Gut, dann darfst du weitermachen. Ja, womit mache ich weiter? Genau, Buch habe ich gar nicht. Ich bleibe bei Rose Snow. Okay. Weil die sind ja fleißig am Schreiben. Und es kommt die 2. Und zwar... Die haben es wirklich mit Zahlen, ne? Ja, das ist, da kommt wieder der innere Monk. Also selbst wenn ich die Bücher jetzt wahrscheinlich... Selbst wenn mal eins dabei wäre, was ich nicht mag. Also es hat mich bis jetzt kein Buch enttäuscht. Haben die so ein Zahlenfable. Hm. Es gibt die 13, die 19, die 17, die 7, die 11, die 4, die 2. Okay. Und ich hoffe für Rose Snow, dass die Zahlen dazwischen auch noch vergeben werden, weil sonst würde ich ein bisschen durchdrehen. Hm. Das Buch, du blendest es ja hoffentlich ein, heißt Zwei Seelen, das erste Buch der Unsterblichkeit. Das wird eine Duologie. Da soll es dann nur in zweiten von geben. Kommt Ende Januar raus und das zweite Buch der Unsterblichkeit dann am 1.6. nächsten Jahres. Mhm. Genau, also so richtig viel dazu kann ich noch gar nicht sagen, weil ich auch gar nicht... Spielt das wieder in dem gleichen Universum wie jetzt 11 und 4? Nee, das ist dann wieder gesondert. Also okay. Die Bücher sind alle in so einer... Es ist so eine ganz... Eigentlich der Klappentexter sagt einem auch immer nicht so richtig viel. Mhm. Und es passiert eigentlich nie das, was ich denke, das passiert. Ach so. Und das finde ich total spannend. Deswegen habe ich auch aufgehört, mir die Klappentexte durchzulesen. Mhm. Außer jetzt bei 4, weil da eben stand, der Epos geht weiter. Und ich so, what? Welcher? Mein Gefühl hat mich da bisher immer enttäuscht, was das anging. Aber die Bücher waren klasse. Und deswegen muss ich die... Das sind so Wohlfühlbücher. Mhm. Die sind jetzt nicht unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung bei mir, aber eine konsequente... Gute Leistung so. 4, würde ich sagen. Also es ist schon, ich freue mich auf jede Reihe davon. Da habe ich auch viele von gehört oder gelesen, aber bombastisch. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Mhm. Da bin ich jetzt wieder dran mit meinem nächsten Buch, worauf ich mich freue. Und zwar freue ich mich sehr auf Das unglaubliche Leben des Wallace Price. Das ist ein Einzelband von T.J. Klune, übersetzt von Michael Pfingstl. Und das erscheint am 11. April 2022 im Paperback und für 16 Euro im Heine Verlag. Und zwar habe ich T.J. Klune auf dem Schirm, weil ich, und das war auch ein Jahreshighlight tatsächlich von mir, ich habe von ihm Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte bereits gelesen. Mal gucken, ob das auch... Nee, das wurde auch von wem anders... Und eventuell 1-2 Markierungen gesetzt. Ja, kommt vor. Das ist tatsächlich von Charlotte Lungstrass-Kapfer übersetzt. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo anders in einem anderen Buch. Also mittlerweile, wo ich mich jetzt mit den ganzen Übersetzern ein bisschen mehr auseinandersetze, merke ich auch, dass die hier und da immer mal wieder aus... dass die hier und da ein Buch übersetzen. Ja, Überraschung. Und das war wirklich ein geniales Buch. Hat jetzt überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Aber ich erhoffe mir wieder diesen gleichen Flair, dass man da einfach sowas für sich mitnimmt, so für sein...
sowas zum Nachdenken und trotzdem kurzweilig. Ich lese euch mal vor, worum es in Das unglaubliche Leben des Wallace Price geht. Der erfolgsverwöhnte Anwalt Wallace Price kennt nur drei Dinge. Arbeit, Arbeit und nochmal Arbeit. Es kommt ihm daher äußerst ungelegen, als er eines Tages tot umfällt und in der Zwischenwelt landet. Dort erwartet ihn der Wächter Hugo, der Wallace auf seine Reise ins Jenseits vorbereiten soll. Doch Wallace ist noch nicht bereit. Und so werden ihm 7 Tage gewährt, um seine Angelegenheiten zu ordnen. 7 Tage, in denen Wallace den wahren Sinn des Lebens entdeckt und die Liebe findet. Also ich erwarte mir da wieder ganz viel so Selbstreflexion, so einfach, wo man mal ein bisschen nachdenken kann. Aber eben, weil das andere auch so kurzweilig geschrieben war, ach, da freue ich mich tierisch drauf und denke, dass das sehr, sehr spannend wird, das Ganze. Übrigens auch wieder 480 Seiten, da kann man sich so richtig reinplumpsen lassen. Wobei man das, glaube ich, nicht in einem Zug weglesen kann. Da muss man sich schon so ein bisschen drauf einlassen, denke ich. Genau, aber da freue ich mich sehr drauf. Dann bist du wieder dran. Mach ich weiter. Auch eins, ein Buch, auf das ich mich, oder eine Fortsetzung in dem Fall, auf die ich mich freue, ist der dritte Band der Meeresglühen. Reihe, Saga, wie sagt man? Das war tatsächlich ein Coverkauf. Das müssen wir auch mal nach vorne richtig zeigen. Das ist so, so schön. Guckt euch das an. Es ist, also ich würde sagen, es ist das schönste Buch, was ich bei mir im Regal stehen habe tatsächlich. Ich habe es im Laden gesehen und ich dachte, das musst du jetzt kaufen, egal was hinten auf dem Cover, also was hinten drauf steht. Ein klassischer Coverkauf. Ja, es war, und sowas mache ich eigentlich gar nicht. Ja. Also das war wirklich, eigentlich ist mir das Cover egal, weil ich mir denke, ey. Ja, meistens hörst du es ja erst und erst wenn es dir dann gefallen hat, dann kaufst du es dir, oder? Naja, wenn ich im Laden stehe, kaufe ich ja schon mal Bücher, die mir so, also ich gucke halt normalerweise viel auf den Klappentext. Mhm. Oder halt so, wenn man halt so von eins ins nächste guckt, ne? Aber dieses Buch, Leute, Hammer. Und das zweite Buch, ich habe es jetzt leider nicht dabei, ist genauso schön. Mhm. Und ich hoffe, dass das dritte einfach genau noch schöner wird. Und dann kann ich die alle nebeneinander stellen. Und ja, also es geht, ist auch wieder so ein Jugendroman. Also es heißt ja Meeresglühen, Geheimnis der Tiefe. Der dritte Band heißt dann Meeresglühen für immer versunken. Mhm. Erscheint am 1.8. nächsten Jahres. Also ich muss noch eine ganze Weile warten. Mhm. Das ist auch so, ich wusste nicht, dass es eine Trilogie wird. Mhm. Ich dachte eigentlich, auch noch beim Lesen, dass es das war und dann kam das Ende und ich dachte, was? Das war jetzt hoffentlich nicht das Ende. Gott sei Dank ja nicht, aber es dauert noch ein bisschen. Es geht da um Ella und Aris. Aris kommt eben aus einer ganz anderen mythischen Welt. Man könnte eventuell am Cover erkennen, aus welcher. Halt aus einer Meereswelt. Brauche ich jetzt nicht spoilern, das steht ja noch drauf. Aber ja, total spannend. Es spielt in der Echtwelt. Damit habe ich immer so ein bisschen Probleme eigentlich. Mhm. Weil ich mal immer, dann ist es mir zu unrealistisch. Dann kann ich mich schwerer reindenken. Mhm. Was ich hier besonders schön fand, war neben der Story, die auch gut ist, die Erzählweise. Mhm. Weil wir haben eine, ich glaube, Ich-Perspektive. Die Ella, die denkt sehr viel. Und Ella hat, die andere Ella, so nennt sie sie. Das kann man so, sie führt Selbstgespräche. Kann man so sagen? Kann man das so sagen? Sie hat wie so Engel und Teufelchen auf der Schulter und die immer so zuflüstern, so macht dies und macht das. Und die kommentiert alles und ich finde es unheimlich lustig. Es ist wirklich sehr humorvoll geschrieben, so über dieses, ja, wie Mädchen und Junge miteinander interagieren, wenn sie einem gefallen oder so ein bisschen schüchtern. Und dann sagt man vielleicht auch Dinge, die man eigentlich nicht sagen will und die werden kommentiert. Und es wird so kommentiert, wie ich sie kommentieren würde, wenn ich, weiß ich, es wie unter Geschwistern, so kann man das? Das ist wirklich, ich finde es, ich muss da lachen. Und wenn ich beim Lesen laut lachen muss, hat der Autor ganz viel richtig gemacht. Ja. Ist übrigens geschrieben von Anna Fleck. Ich freue mich einfach. Das ist so ein Wohlfühlbuch. Mhm. Ist jetzt auch nicht ganz dünn, sind um die 500 Seiten. War der zweite, glaube ich, auch. Hat mich begeistert. Habe ich nicht in Sterne umgesetzt, also kann ich jetzt schwer sagen, so zwischen 3 und 4 würde ich sagen. Mhm. Aber es ist wirklich so, und ich muss jetzt natürlich wissen, wie es zu Ende geht, weil mit dem Ende von Band 2 bin ich nicht einverstanden und bin ganz froh, dass es eben einen Teil 3 gibt und auf den freue ich mich nächstes Jahr ganz besonders. Super!
Dann möchte ich euch noch ein Buch zeigen, was ich noch, also das habe ich schon relativ häufig gesehen im englischsprachigen Bereich, immer mal so hier und da. Und darüber bin ich in der Vorbereitung über, bei den Verlagsvorschauen drauf gestoßen und dachte mir so, oh ja, das nehme ich hier für dieses Video auch mit dazu. Und zwar Cinderella ist tot. Ach du Gott! Das ist ja ein schöner Titel. Aber das, ich glaube, das könnte richtig, was richtig Gutes sein. Und zwar, das ist ein, ich denke, es ist ein Einzelband, aber ich konnte es nicht so, also stand nirgendwo Reihe mit dabei, aber ich habe jetzt auch nicht im englischsprachigen Raum genauer geguckt, ob es da noch einen zweiten Band so gibt oder so, keine Ahnung. Von Kellyn Bawon, wenn man sie so ausspricht, und in der Übersetzung von Antonia Zauner. Das erscheint am 14. Juni 2022 im Hardcover für 18 Euro im Heine Verlag. Ich blende euch das Cover hier mal ein und dann lese ich euch noch vor, worum es hier geht. Sophia lebt in Cinderellas Königreich, 200 Jahre nach jener Ballnacht, in der Cinderella ihren Traumprinzen fand. Doch Cinderellas Geschichte dient inzwischen nur noch dazu, die Frauen zu unterdrücken und sie möglichst schnell bei einem großen Festakt im Schloss unter die Haube zu bringen. Wer sich diesem Ritual verweigert, wird getötet. Und wer am Ende der Ballnacht noch keinen Mann hat, wird ausgestoßen und verfolgt. Doch Sophia will keinen Mann. Sie flüchtet in den verwunschenen Wald und trifft dort Constance, die ihr zeigt, dass sie die Kraft hat, ihr Schicksal und ihre Welt für immer zu verändern. Das hört sich doch total spannend an. Ich finde das richtig cool, weil man hat ja schon öfter so Adaptionen von verschiedenen Märchen. Das hatten wir ja auch mit Die Schöne und das Biest. Gibt es ja mehrere Adaptionen dazu. Aber da wird im Prinzip die Basis genommen und einfach 200 Jahre weitergeguckt, wohin das führt. Und das finde ich irgendwie eine total coole Idee, muss ich sagen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich mag so eine Märchen-Adaption. Habe ich auch im letzten Jahr verschiedenste gelesen, sowohl vom, von allen möglichen Märchen in einer Geschichte, in Land of Stories, ja, von Chris Colfer. Kann ich auch nur empfehlen, allerdings nur bis Band 3. Die anderen Bände, naja, anderes Thema. Und so eine Rumpelstilzchen-Adaption habe ich auch schon mal gelesen. Das war das mit dem... Das hat mir Justina empfohlen, ja. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ja. Der Name ist weg? Nee. Irgendwas mit der Name. Ich kann es nicht mehr sagen. Aber es war nicht schlecht. Also war eine schöne Buchempfehlung. War sowas ganz anderes von Rumpelstilzchen. Ja. Sind ja auch so Märchen, die nicht so geläufig sind. Sondern Cinderella, Dornröschen, die hörst du ja überall mal. Schneewittchen kommt überall mal vor. War cool. Ja. So, dann bin ich jetzt wieder dran, oder? Nee. Nee, du bist ich dran. Ich bin dran. Ja. Nee, ein Buch, auf das ich mich ganz besonders freue, ist die Fortsetzung. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Von Blood and Ash. Liebe kennt keine Grenzen. Von Jennifer Armentrout und übersetzt von, jetzt heute mal, oder in dem Fall mal kein deutscher Autor, aus dem Amerikanischen übersetzt von Sonja Rebernick-Heidegger. Entschuldige. das haben wir dieses Jahr, ja, ist gar nicht so lange her, nee, im Buddy Read gelesen. Das haben wir in Leipzig gekauft, wie wir in Leipzig waren, oder? Ja, ja. Wo wir wegen meinem Brautkleid unterwegs waren. Genau, zur Anprobe waren. Das war so ein spontan, komm, lass doch einfach lesen. Ja. Hab ich mal was auf Instagram gesehen als Buchempfehlung. Im Englischen gibt es da schon ein paar Teile von. Nun kann ich ja kein Englisch, also muss ich auf die deutsche Übersetzung warten. Und in dem Fall kommt die am 8. März nächsten Jahres raus. Und ja, der erste Teil war... Das war für mich ein Fünf-Sterne-Buch. Ich bin da total... Es war einfach Wahnsinn. Es ist einfach nicht das gewesen, von dem ich dachte, worum es geht. Das stimmt. Da waren wir sehr überrascht, wo wir rausgefunden haben, worum es da eigentlich geht. Ja. Also es ging ja um Poppy und... Poppy finde ich aber bei den Namen ist das schrecklich. Boah, ist der schlechte. Es ist wirklich der schlimmste Name für eine Hauptfigur. In einer High-Fantasy-Geschichte. Ja, es ist einfach... Ich muss immer an diesen kleinen Troll von... geht im Film. Der Film. Ach, von Trolls. Ach so, da heißt eine Poppy? Ja, die Hauptfigur. Ach so. Aber die ist halt, die hat pinke hohe Haare und ist völlig aufgedreht und ist alles glitzert. Und an die musste ich immer denken während der Geschichte. Das hat aber ja das ist gar nicht gepasst. Das hat gar nicht gepasst. Aber dieses Buch hat mich einfach total geflasht und ich freue mich total auf den nächsten Teil. Wolltest du uns noch kurz sagen, worum es geht?
Ich kann es mal vorlesen. Poppy ist die Auserwählte. Sobald sie den Segen der Götter erhält, ist sie die Einzige, die zwischen dem Königreich Solis und einem dunklen Feind steht. So will es die Prophezeiung. Doch das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, mit ihr sprechen oder sie berühren. Als der charmante Hawk ihr neuer Leibwächter wird, ahnt Poppy noch nicht, dass sich ihr Schicksal und das des ganzen Königreichs für immer verändern wird. Finde ich es total nichts Aussagliches über dieses Buch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja. Lest dieses Buch. Und ich finde, es ist auch nicht dieses typische, sie ist so die kleine Unscheinbare und er ist jetzt der Retter, der sie da irgendwie, ne, also das so wirkt für mich, auf mich dieser Klappentext. Ich habe das ja nur gekauft, weil wir zum einen das gesagt haben, wir lesen das zusammen und Jennifer L. Armentrout von vielen sehr gefeiert wird und ich habe jetzt gerade mal zwei Bücher von ihr gelesen, die ich beide so lala fand. Deswegen dachte ich so, komm, damit probieren wir es jetzt nochmal. Ja. Aber was da noch so hintergesteckt hat, also welches Thema da eigentlich dahinter war. Und Poppy war von Seite 1 an nicht die schüchterne, vorsichtige Protagonistin. Ja, und ich fand einfach so diese Wendungen. Es war wirklich, wenn man beim Lesen so denkt, was? Nee, falsche Richtung. Und du denkst, macht Sinn. Und am Ende wird eben alles so ein bisschen nochmal erklärt. Ja, also wir waren ganz lange, wo wir gedacht haben, so, hä? Was, wo führt das bitte hin? Ja, wir haben es aber wirklich lange im 50-Seiten-Takt gelesen. Hm? Und alle 50 Seiten haben wir gedacht, so, jetzt wissen wir, worum es geht. Und dann waren die nächsten 50 Seiten vorbei. Und dann, okay, war nicht das, was wir dachten. Man hat lange gebraucht, bis man verstanden hat, wie die Welt funktioniert. Das wurde ja wirklich erst am Ende so ein bisschen aufgedröselt. Ja, wobei du das von Anfang an wieder mehr hinterfragt hast. Das wie ich. Ja, genau. Also da war ich nehme es dann einfach so hin. Ja, das kann ich nicht. Und lese weiter. Da bin ich geduldig. Ja, deswegen habe ich auch Autor denkt sich was dabei. Deswegen habe ich auch keine 5 Sterne gegeben, sondern 4 oder 4,5 oder so, weil ich da so ein bisschen am Struggeln war. Aber wirklich, das ist Meckern auf hohem Niveau. Es war wirklich grandios geschrieben. Wirklich, wirklich. Und da ist jetzt halt schade, dass ich kein Englisch kann. Sonst könnte man es durchziehen. Ja, sonst hätte ich es durch, dann hätte ich nicht warten müssen. Jetzt und das neue Cover ist auch wieder sehr schön, finde ich. Ja, und die anderen sind auch schön. Ja? Ja, ich habe es mir im Englischen natürlich nur die Cover angeguckt. Ich habe nicht geguckt, worum es geht. Ich spoiler mich ja nicht selber. Aber ja, also ich freue mich total drauf. Und ich finde es auch gut. Heiner hat das ja übernommen, ne? Von den Englischsprachen. Also leicht anders, aber also so von der Aufteilung her so ein bisschen. Aber prinzipiell die Grundcover haben sie ja übernommen. Ja. Und das ist mein erstes Buch von der Autorin gewesen. Mhm. Und ich habe jetzt im Nachgang natürlich noch mehr von ihr gelesen, weil wenn mir ein Autor einmal gefällt, dann ist mein Leserhythmus mehr so, ich lese noch mehr von dem Autor. Mhm. Bis ein Buch dabei ist, was mich nicht mehr so überzeugt hat, wie das Buch, weshalb ich da gelandet bin. Was hast du von ihr gelesen? Dark Elements? Ja, das war echt? Von ihr, ne? Ja. Da habe ich auch den ersten Band damals gelesen, aber dann irgendwie nie weiterverfolgt. Na, ich hatte jetzt die ersten 3 gelesen. Ich glaube, 5 gibt es ja von der Reihe. Weil die ersten 3 ja, glaube ich, einen Abschluss haben und dann 4, 5 nochmal separat irgendwie. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber es war wirklich, also es war schön, aber war nicht mehr so genial. Ja, wie Blood and Ash. Tolles Buch. Habe ich mich sehr gefreut, dass ich die Empfehlung irgendwo bei Instagram gefunden habe. Ich weiß nur leider nicht mehr, wer es war. Aber es haben ja wirklich sehr viele zu dem Zeitpunkt in die Kamera gehalten. Das hat man überall gesehen. Ja. Freue ich mich. Ja, supi. Dann kommen wir zu meinem letzten Buch für dieses Video. Wir haben ja schon sehr viel geredet heute, aber das ist, wenn wir zwei zusammenhocken, das eskaliert regelmäßig. Und zwar freue ich mich sehr auf Crescent City 2, wenn ein Stern erstrahlt. Logischerweise, wie der Titel schon sagt, Band 2 der Reihe von Sarah J. Maas von der Queen schlechthin in der Übersetzung von Franka Fritz und Heinrich Korb. Am 15.06.2022 erscheint das im Hardcover. Es wird wieder eine limitierte erste Auflage geben mit diesem schönen Buchschnitt. Kostet 24 Euro. Das ist schon ein stattlicher Preis, aber es lohnt sich da wirklich. Im DTV-Verlag, ja. Also ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal Band 1 dazu. Und das ist wirklich auch das hier. Seht ihr mal nochmal den wunderschönen Buchschnitt. Und ich glaube, das hatte auch 900, ja fast doch etwas über 900 Seiten. Das ist auch wirklich, also das ist für mich ein Klopper. Also ich habe den auch im Regal stehen. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gelesen. Also verstehe ich nicht. Aber ich dafür hast du so viel andere geniale Bücher. Also das ist auch so ein Buch, ich will es eigentlich noch nicht lesen, weil ich ja weiß, es kommt eine Fortsetzung. Ja. Und ich vermute, dass es eben genauso genial ist wie ihre ganzen anderen Bücher. Ich liebe diese Autorin. Ich muss dir eigentlich nochmal danken, dass du mich dazu gebracht hast. Sehr gerne. Ich habe nämlich, jetzt mal off-topic, ich habe ja Jula... Wann war das? 2019? Ich habe ihr gesagt, sie soll unbedingt Das Reich der Sieben Höfe lesen. Band 1.
Hast du es nicht auch irgendwo liegen? Ja. Wollen wir mal kurz die Vorstellung unterbrechen und kurz was zum Reich der Sieben Höfe sagen? Mach das. Wir machen es einfach, oder? Wir machen es einfach. Also das Reich der Sieben Höfe ist der Grund, weshalb ich wieder angefangen habe zu lesen. Hm. Wegen dir. Das war 2019 am Ende meiner Elternzeit. Im Nachgang habe ich mich geärgert, warum ich nicht schon am Anfang meiner Elternzeit angefangen habe zu lesen. Aber okay, es war jetzt das Ende. Und du hast mir dieses Buch empfohlen. Und dann dachte ich mir... Ich habe es dir, glaube ich, mitgegeben, ne? Du hast es mir mitgebracht. Ja. Genau. Und dann dachte ich, ja, ist ja ganz hübsch. Du hast so vom Cover geschwärmt. Ich bin ja eigentlich nicht die Coverkäuferin. Dachte ich, ja, sieht ja süd aus. Dann habe ich mir den Klappentest durchgelesen, der jetzt nicht vielsagend ist. Ich kann ja mal kurz vorlesen. Die junge Jägerin Feyre wird in das sagenumwobene Reich der Fae entführt. Nichts ist dort, wie es scheint. Sicher ist nur eins. Sie muss einen Weg finden, um ihre Liebe zu retten, oder ihre ganze Welt ist verloren. Da war meine erste Reaktion. Oh. Augenrollen. Weil ich ja bis dato nur Romane gelesen habe. Familienromane, Familiensagen. Da war das jetzt so, Fae, was ist denn ein Fae? Und will ich das lesen? Aber du hast so davon geschwärmt. Dann habe ich angefangen. Und dann so die ersten 100 Seiten waren eine echt schwere Geburt. Und dann haben wir nochmal telefoniert und gesagt, na, ich glaube, das ist nichts für mich. Und du hast immer drauf rumgehackt, lies weiter. Das kommt noch. Ich kenne noch meine Schwester. Man sagt dem Ganzen ja so ein bisschen nach, es geht so ein bisschen schön und das Biest. Ja, aber ich finde, das ist wirklich nur ganz minimal. Das ist ein Aspekt am Anfang und dann wird es was ganz anderes. Genau, und ich glaube, genau das war mein Problem, weil ich das überhaupt, also die ersten Seiten waren wirklich, aber Leute, quält, wenn es euch quält, quält. Also mich hat es damals nicht gequält, die ersten Seiten. Mich hat es gequält, die ersten, ich sag jetzt mal so 100 Seiten, ne? Das ist jetzt mal Pi mal Daumen. Aber was dann kam, Leute, ich habe diese Bücher und die sind auch nicht dünn. Und ich weiß noch, Jula hatte mich dann, ich hatte dir das mitgegeben und du hast mich ein paar Tage später dann, also erst hast du mich angerufen und gesagt, oh Gott, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hast du angerufen, bring mir den zweiten Band. Genau, dann hast du mir den zweiten. Ich hatte auch mit den dritten, ich habe dir gleich 2 und 3 mitgebracht. Hast du mir den dritten gleich mitgebracht? Ja. Genau, ich habe den zweiten dann gehabt und mein Freund war so, ich will am Lesen. Und da, ich habe das wirklich durch, das waren ein paar Tage. Das heißt, du hast ja dann Nächte durchgelesen. Ja. Ich kann dann auch immer nicht aufhören. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dein 5-Sterne-Buch. Ich kann nicht aufhören. Ich kann wirklich nicht aufhören. Keine Impulskontrolle. Bis nachts um 2:30, bis mir die Augen zufalten, ich wirklich nicht mehr kann oder mir die Arme eingeschlafen sind oder so. Ich habe durchgesuchtet, habe dann den 4. Band nebenbei selber bestellt, weil du den nicht hattest. Also es ist ja... Nee, den 4. hatte ich nicht. Also was heißt der 4.? Das ist ja so der... Ja, dieser Zwischenband, der 3.5. Ja. oder so. Aber ich musste weiterlesen und... Damit das dann, ja, und das war einfach. Und so bin ich an die Autorin eigentlich geraten und habe dann aufgrund einer anderen Empfehlung, nee, du hast dann zu mir gesagt, ey, weißt du, wenn dir das gefällt, dann liest du Throne of Glass. Ja. Und das war mein Untergang. Die hast du ja auch sehr spät gelesen. Ja, die habe ich noch die hatte nicht, ich mit im Urlaub. Ich hatte den ersten gewonnen mal. Und deswegen hatte ich dir dann, genau, und ich hatte den ersten schon, hab den in so einem Überraschungspaket gewonnen. Und deswegen hatte ich 2. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm hier, Jula, dann kannst du hier den ersten haben. Ja, stimmt. Und dann hatte ich den mit im Urlaub und habe dich dafür verflucht, weil ich den zweiten nicht mit im Urlaub hatte. Und dann habe ich Kindle entdeckt. Ja, so kam das. Ja, das ist ja auch eine Monsterreihe. Ja, aber hat auch nicht lange gedauert. Aber ich habe bis jetzt auch nur Band 1 und 2 gelesen. Also Band 3 habe ich jetzt, Jula hat die ganze Reihe schon durch. Ja, hat ja auch nur, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht zu dick auftragen, aber... Na, die wurden ja immer dicker. Vielleicht 2 Wochen oder so dauert da nicht die Reihe durch. War sehr schnell. Da weiß ich doch, da bist du gekommen, hast gesagt, du warst in dem kleinen großen Tee und die mehrmals hintereinander ein paar Tage und hast immer den nächsten Band gekauft und die hat dich schon komisch angeguckt. Ja. War das nicht so? Ja, weil die hatten die Reihe da liegen und die, als ich im Urlaub war, hatte ich ja das erste Buch sofort fertig und dann... Das, weil ich nicht warten konnte und der Urlaub war ja noch nicht vorbei und ich war im Ausland, da kam ich nicht an irgendwelche Bücher und dann habe ich mir das ja als Kindle runtergeladen, habe auch während der ganzen Rückfahrt, wir standen im Stau, es waren günstige Umstände, habe weitergelesen und nebenbei ja die Bücher schon bestellt, damit wenn ich zu Hause bin, ich mit 3 gleich weitermachen kann und ich glaube 4 hatte ich dann auch und dann bin ich halt zum kleinen großen Tee, 5 und dann 6 und dann ich glaube 7 sind es und der letzte ist ja so ein richtiger Schwer. Ja, aber wir sagen ja auch alle, ab dem 3. Band geht es erst richtig los. Ja, es ist einfach Wahnsinn. Oh.
Und dann war es für mich geschehen, seitdem lese ich nur auf Fantasy. Ja. Ja, das muss ich dann auch mal lesen. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen, zum eigentlichen Buch, über das ich jetzt gerade spreche. Ihr könnt auch vorspulen zwischendurch. Oh, ich hoffe, das wird kein Stundenvideo. Crescent City. Hier geht es um Bryce. Sie ist halb Mensch und halb Fae und kennt die verschiedensten Sichtweisen von dieser Stadt. Sie arbeitet in einem Art Museum, glaube ich. In einer Art Museum für eine Magierin und verwaltet da mehr oder weniger legale oder illegale Artefakte. Nachts ist sie dann eben mit ihren Freunden unterwegs und feiert Partys ohne Ende. Und das war so das, was mich am Anfang so ein bisschen irritiert hat, weil wir hier eine magische Welt haben. Und ich glaube, das wäre was, was dich so ein bisschen stört, in der wir aber viele Elemente haben, die es bei uns auch gibt. Also zum Beispiel Handys oder so ganz klassische Partys in der Disco und so. Ja. Und das war für mich ein bisschen irritierend, weil ich Fantasy-Bücher bis jetzt nur in Richtung High Fantasy, wo du so eine Art Mittelalter-Aufbau hast, wo du einen König hast und sowas. Und das ist hier eben nicht Schlachten so. Und... Oh. Ja, gut, Schlachten sind jetzt nicht so meins, aber ne, das hatte mich am Anfang so ein bisschen irritiert. Und dann ist das so, dass hier ein Todesfall passiert und der sie sehr, sehr erschüttert und wo sie dann einfach... Naja, selber so ein bisschen auch ermittelt. Also das ist ein bisschen Fantasy mit sehr viel Krimi, aber auch Liebesgeschichte. Und ich wusste am Anfang gar nicht, hä? Weil ich habe mir den Klappentext am Anfang nicht durchgelesen. Vor allen Dingen nicht diesen innenliegenden, weil der verrät wirklich schon sehr viel. Und war da auch ganz froh drüber, aber dadurch war ich ein bisschen verloren, weil ich nicht wusste, wohin führt mich dieses Buch. Es hat eine Weile gebraucht, also es ist sehr viel Worldbuilding am Anfang. Also die erste Hälfte des Buches zieht sich ein bisschen, was für mich aber nicht schlimm war, weil ich sowas mag. Ich mag das, wenn wirklich viel, viel... Intensität in dieses Worldbuilding und in die Figuren und wo die überhaupt herkommen, warum die so sind, wie sie sind und so weiter. Und dann ist es so, dass hier ein gewisser, wie so eine Art Aufpasser ihr zugeteilt wird. Ein Engel, Hand, so heißt er, wird ihr zugeteilt und soll so ein bisschen auf sie aufpassen. Und es hat noch Wirrungen und Wirrungen und wie das dann so ist. Ich meine, das Ding hat etwas über 900 Seiten, da hat man auch viel Zeit zu erzählen. Aber ich fand es wirklich genial und ich freue mich tierisch auf den zweiten Band. Wir haben am Ende einen ziemlichen Cliffhanger gehabt und ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe schon überlegt, ob ich das vorher nochmal lese, bevor ich dann den zweiten Band... Ernsthaft? Aber das wird sehr viel Zeit brauchen dann. Und ich habe sehr viele, also ich habe tatsächlich einen Sub und keinen Wub. Ich habe den Sub. Und der wird ja auch nicht kleiner, wenn ich stets und ständig halt gelesene Bücher nochmal lese. Wobei Rereads auch immer was Schönes sind, weil ich einfach was habe, wo ich mich darauf verlassen kann, dass es mir dann gefällt. Das weiß ich noch nicht. Das nicht unbedingt bei einem Klopperbuch wahrscheinlich zu empfehlen ist. Na, oder du liest bloß die letzte Hälfte. Vielleicht finde ich es aber auch irgendwo als Hörbuch. Und kann das dann auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Ja, aber da finde ich immer, also ich kann zum Beispiel kein Buch, das ich schon gelesen habe, danach hören. Nee, das geht gar nicht. Ich dachte, gerade doch, dann. Nee, wenn du was liest, dann hast du doch so deine... Also bei mir ist es, wenn ich lese, dann habe ich wie einen Film im Kopf. Ja. Auch mit Stimmen. Also ich stelle mir dann Stimmen vor. Ja. Also eine Stimmfarbe einfach hat eine hohe Stimme, eine Tiefe oder was auch immer. Und ich höre ja wirklich viel. Ja. Und das ist ja nie so. Also wenn du dann eine Sprecherin hast, übrigens sehr viele Fantasy-Bücher werden von Frauen gelesen. Ich weiß gar nicht, gibt's... Ich höre ja lieber Männerstimmen. Ja, und ganz viele lesen Frauen. Und da sind wirklich viele begnadete Hörbuchsprecher dabei, die ihre Stimme auch stark verstellen können. Aber das ist nie so, wie das gewesen wäre, wenn du es zuerst gelesen hast. Macht man das so? Okay. Ich habe das mal gemacht und ich fand es... Ganz, ganz schlimm. Ja? Ich musste aufhören. Das war bei Land of Stories. Okay. Und da... Aber hat Rufus Beck? Hat Rufus Beck gelesen, aber es ging gar nicht. Echt? Nee, weil... Weil du dich anders vorgestellt hast. Einmal, weil man immer an Nandos Buch denkt, wenn man Rufus Beck hört. Ja, natürlich. Und ach, das ist aber auch wirklich eine tolle Stimme. Ja, aber der kann halt keine Frauen lesen. Er hat doch auch Hermine und so gesprochen. Ja, aber dann... Das ist überschaubarer. Das war einfach nicht... Oder bei den... Was hier die... Bei Land of Stories hast du fast nur... Da geht es ja um... Das ist ja Märchen-Adaption. Und da sind natürlich viele Prinzessinnen bei. Und war nicht das so. Das war nicht so. Das hat mir das Buch ein bisschen kaputt gemacht. Deswegen habe ich dann wieder... Nee, aber das war... das mache ich zum Beispiel nicht. Okay. Gut. Gut. Letztes Buch. Ach, ja. Ich hoffe, ihr habt zwischen euch was zu essen genommen. Nicht, dass ihr uns hier umfallt. Möchtest du Nee, jetzt gerade nicht. Okay.
Das letzte Buch, worauf, auf dessen Fortsetzung ich mich freuen würde. Da wissen wir es tatsächlich nicht. Da wissen wir es tatsächlich nicht. Genau, wir haben es nicht rausgefunden. Aber Überraschung, da hat jetzt keiner mit gerechnet nach deiner Lobtirade gerade. Genau, die Fortsetzung von Das Reich der Sieben Höfe, das ist ja Teil 5, ist optisch ein bisschen dunkler. Dunkler. Geht um die Schwester der Feywild. Der Protagonistin aus Das Reich der Sieben Höfe, die ersten drei Bände. Genau, vier. War auch ein Buddy-Read von uns beiden. Ja. Viel sehr zum genug. Inhalt will ich jetzt gar nicht sagen. Dina hat dazu eine sehr ausführliche Buchbesprechung gemacht. Genau, könnte einfach in irgendeinem anderen Video. In dem Lesemonat, ich werde es verlinken. Genau. Ich fand es gigantisch. Also ich habe mich so auf die Fortsetzung gefreut, einfach weil mich die anderen Teile so überzeugt haben. Ich habe einen Moment gebraucht, um wieder reinzukommen, weil es ja doch sehr lange her war. Ja. Wobei es ja ganz gut am Anfang gelöst hat. Aber es war einfach toll. Aber ich bin mit dem Ende nicht einverstanden. Und weil es ist halt nicht abgeschlossen. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe mich jetzt auch nicht so tief reingekniet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob jetzt schon neue Bücher angekündigt sind. Ich habe zumindest keine gefunden. Theoretisch könnte man auch sagen, hier ist Schluss. Aber ich denke, dadurch, dass die Reihe ja so gehypt wird von allen, auch wären sie ja blöd, wenn sie das nicht weiterführen. Und man kann da noch sehr viel erzählen. Genau, und ich denke... Und vielleicht finden wir dass wir dann vielleicht auch... Ich könnte mir gut vorstellen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass es dann nicht unbedingt mit Nesta weitergeht, sondern mit der anderen Schwester. Elaine. Mit Elaine. Könnte ich mir vorstellen. Kann sie gerne machen in der extra... Dreiteiler und jetzt noch zweimal mit Nesta. Nein, also Sarah J. Maas hat hier auf jeden Fall super Arbeit geleistet und darf das gerne weiter. Aber sie will ja auch, was soll sie sonst mit ihrer Zeit anfangen, wenn sie jetzt keine Bücher schreibt? Naja, an Crescent City weiterschreiben? Den hat sie ja schon. Fast. Naja, aber da kommt ja dann hoffentlich auch noch ein Drittel. Genau, und danach macht sie dann bitte die Fortsetzung hiervon, falls du dieses Video siehst. Bitte. Sei doch nicht so negativ eingestellt, ja. Vielleicht sieht sie es. Bitte. Ich brauche eine Fortsetzung. Ohne wäre ich super unzufrieden. Und es sieht auch im Regal dann ziemlich doof aus. Wenn dann da so ein dunkles dazwischen, das geht nicht. Naja, da müssen noch welche kommen. Ja, ich bin mir eigentlich auch sicher, dass eins kommt, aber ja, bitte. Und bitte in 22 bis 23 kann ich nicht warten. Also Dezember ist auch noch okay, aber bitte nicht 23. Das wäre ein Wunsch von mir. Na, aber wirklich ganz, ganz tolles Buch. Ich hab's weginhaliert. Das ist für mich ein 5-Sterne-Plus-Buch. Wenn es das gibt. Was habe ich denn gegeben? Ich habe auch 4,5 wieder, oder? Ja, weil du immer so kritisch bist. Dir waren das. Ach, mir war das zu viel Sex. Also, da war mir zu viel Sexy-Time drin, stimmt. Ja, war. Das hätte weniger sein können, aber es hat so dazu gepasst. Aber es war, also, das muss man auch sagen, es war mehr Sexy-Time wie in den ersten drei Bänden, finde ich. Ja, und eine andere Art und Weise, was völlig in Ordnung ist, weil Nesta ja auch ein ganz anderer Typ Mensch ist. Es ist, also genau, weil die Schwestern einfach so unterschiedlich sind und es ist ja alles so ein bisschen düsterer. Das stimmt, deswegen ist es auch das dunkle Cover gut gewählt. Ja. Elaine können sie auch eine Geschichte von machen, habe ich auch nichts dagegen, weil auch da, finde ich, sind viele, viele offene Fragen, oh ja, die ich auf jeden Fall gelöst, weil die geht mir ein bisschen auf den Sack. Ja. Aber, wie gesagt, also sie hat ja so viele offene oder Möglichkeiten, da weiter zu schreiben. Ja. Sie kann da, weil sie machen 8 Bände. 8, 12, 10. 15. Wäre dir irgendwann eine Reihe zu lang? Wenn sie gut ist, glaube ich nicht. Das sind die mit Serien. Die können auch mal weitergehen. Das ist vor allen Dingen, wenn du schon abgeschlossen, also die ersten drei waren ja abgeschlossen und wenn du da keinen Bock drauf hast, musst du ja nicht weiterlesen. Gut, du schon, weil du Monk bist. Oh, furchtbar. Also Jula ist ja noch mehr Monk wie ich. Richtig, ist das ist erzähl bitte die, Wanda-Horror-Story. Haben wir so viel Zeit? Ich versuche mich kurz zu halten. Das ist jetzt kein Talent von mir, wie ihr gemerkt habt. Als ich wieder, also nach der Elternzeit ja wieder arbeiten gegangen bin und mit 7 Höfe so wieder im Lesefieber war, hat mich meine Mutter auf Hörbücher gebracht. War ja auch gut eigentlich. Ja, es war total gut. Entschuldigung, da war gerade was. Ich hätte vielleicht einfach ein anderes Buch haben wollen. Meine Mutter ist damals auch lange zur Arbeit gefahren und hatte viele Hörbücher im Schrank. Und ich dachte, naja, Hörbücher, ist das so wirklich was für dich? Bevor du was kaufst, nimmst du was, was wir schon haben. Und meine Mutter hatte die Wanderhure von Aini Lorenz.
Das ist ja auch ein Autorenduo. Das ist ein Ehepaar, glaube ich. Das sind Mittelalter-Romane. Wie sagt man? Historische Romane. So, und dann dachte ich, Wanderhure hast du schon mal gelesen. Gibt es einen Film von mit der einen Schauspielerin, dessen Namen ich vergessen habe. Alexandra Mädel. Ja! Dachte ich, wenn es da einen Film von gibt, muss das ja ein gutes Buch sein. So, das habe ich gehört. Ja, es war okay. Also es war jetzt kein Buch, was ich mir gekauft hätte. Ja, war in sich abgeschlossen. Es geht viel um Schenken, um Wein, um saftige Braten und Bierkrüge. Das war jetzt alles nicht so ganz meins, aber es war eine coole Story. Man brauchte halt echt lange, um sich da so reinzufinden. Einfach so dieses spielt in Deutschland und ist halt alles so mit... Ja, von den Orten, worum es so geht, ist das, ja, sagt mir irgendwie was, aber es ist eine ganz andere Zeitschiene, ja. Ja, und dann war ich mit dem Buch fertig und hab dann meiner Mutter so resümiert, ja, war ganz gut. Ende hätte ich mir anders vorgestellt. Ja, ist doch gar kein Problem, dann hörst du noch Band 2, den habe ich auch. Wie, Band 2? Und dann habe ich mich erkundigt. Es gab nicht nur Band 2, es gab auch Band 3 und Band 4 und Band 5 und Band 7. So, jetzt kam der innere Monk, ich konnte nicht abbrechen. Ich habe alle Hörbücher der Wanderhure gehört. Obwohl die dir nicht gefallen haben? Nee, nicht in dem Umfang, dass ich sie hätte hören müssen, aber ich kann sowas nicht abbrechen. Mhm. Das ist ganz, ganz schlimm und wenn es dann eine Reihe, hätte ich vorher gewusst, wie viele Bücher es davon gibt, hätte ich die ersten nicht gehört. Beim Hörbucher kam noch dazu, dass das gekürzte Hörbücher waren und ich habe es nicht gemerkt. Und dann die waren auch echt schon lang, oder? Ja, aber das waren echt wichtige Szenen, die da gefehlt haben. Schlüsselszenen? Ja, also was heißt Schlüsselszenen? Ich hätte vielleicht gern gewusst, warum in einem der Bände plötzlich ein Kind auftaucht, von dem im ersten nie die Rede war. Ach so. Und zu dem Kind gab es halt eine Story und von der wusste ich nichts. Das war echt blöd, deshalb seitdem... Weiß ich, dass es gekürzte und unik. Ich höre ausschließlich ungekürzt mittlerweile. Aber das war echt blöd. Ja, und dann kam ja vor ein paar Wochen, war ich im großen kleinen Tee und habe Band 8 gesehen. Also. Oh! Düdüm. Ich hab so. Kennt ihr das, wenn ihr an irgendwas vorbeilauft, das im Augenwinkel seht, zurückgeht? Und mir ist, glaube ich, alles im Gesicht eingefroren. Ich dachte, das kann nicht ihr Ernst sein. Also, sie machen da echt noch weiter. Aber hörst du dir das jetzt dann wirklich an? Oh, ich habe es bis jetzt noch nicht gekauft. Also, ich glaube, das Hörbuch gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Hm. Kaufen würde ich es mir auf gar keinen Fall. Nee, aber wenn es bei BookBeat auftaucht, dann hast du keine Wahl. So ja, dann ist es auf jeden Fall in meinem Wub. Sorry, oh, also mein innerer Monk, oh. Ist ja auch bei den Laura-Büchern, wenn die dann auf einmal das Cover ändern. Oh, das ist ja schlimm. Oder wenn die Höhen dann unterschiedlich sind von den Büchern. Ja. So. Ich hatte jetzt auch letztens ein Buch, ich weiß nicht mehr welches es ist, da ist bloß der Name vom Autor so ein Stück nach oben gerutscht. Da frage ich mich, wer bitte. Also guckt da keiner drauf, dass das so in einer Linie ist? Ach, furchtbar. Ja. Gut. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt dreimal die Welt umrundet in der Zeit. Ja. Ich hoffe, der jetzt noch dran ist, herzlichen Glückwunsch, schreibt mal Hashtag geschafft. Geschafft. Ja, schreibt Hashtag geschafft in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Wirklich großen Respekt und vielen Dank dafür. Vielleicht teilen wir es in zwei Teile oder so. Ja, es ist aber am 26. Jahr. Ach so, nee, das Küchennummer. Ich hab's Thema vergessen. Okay, wir naschen jetzt noch ein bisschen und ratschen wahrscheinlich noch 3 Stunden weiter. Wenn ihr mehr Videos in diesem Stil haben wollt, könnt ihr es mich gerne wissen lassen. So. Müssen wir nochmal drüber sprechen, ob ich jetzt YouTube-Star werde. Vielen Dank, dass du dabei warst, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ja. Ja. Und dann wünschen wir euch noch schöne, ja, heute ist ja schon der 26., aber dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Richtig. Und schreibt uns mal in die Kommentare, auf welches Buch ihr euch nächstes Jahr eben noch freut. Wofür wollt ihr eure Gutscheine ausgeben? Das könnt ihr uns gerne mal schreiben. Und dann wünschen wir euch noch alles Gute. In diesem Sinne, weiterlesen. Tschüss!